Tief im Wald fanden wir diesen alten Krankentransporter. Vermutlich stammt dieser aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Im weiteren Verlauf des Videos erkundeten wir eine frisch verlassene Schule, welche noch so einige extrem spannende und gruselige Räume zu bieten hatte. Als dritte Location fanden wir drei unglaublich schöne und extrem alte, verlassene Cocktailbusse. Wie sind diese hier hingekommen und wem gehören diese Busse? Im Inneren durchlebten wir eine Zeitreise, wie wir sie so vorher auch noch nicht erlebt haben. Rolling Stones, das ist echt eine Zeitreise hier, Leute. Boah. Und was liegt hier drin? Oh. Ja, und ihr hört die Schüsse im Hintergrund. Ist echt angsteinflößend, weil wir haben gerade aktuell in Belgien und in Frankreich eine Terrorwarnung. Und jetzt ballern die hier überall rum. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Wir sind wieder für euch unterwegs, irgendwo im Nirgendwo. Wir befinden uns gerade mitten im Wald. Wir haben heute eine kleine Besonderheit. Wir schauen uns nicht nur eine Location an, sondern wir haben 2 bis 3 Locations geplant. Wir wissen Stand jetzt noch nicht, welche Locations klappen. Aber wir möchten hier gerne jetzt heute im Wald anfangen. Und wir haben hier einen uralten Transporter gefunden und wir vermuten, dass es sich hierbei um einen alten Krankentransporter aus dem Zweiten Weltkrieg handeln könnte. Wenn hier irgendwelche Experten dabei sind, gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das wirklich sein kann. Das ist jetzt unsere Vermutung. Und wir fangen direkt mit dem Video an und schaut mal hier. Der ist einfach unter diesen 2 Bäumen hier gewachsen oder die Bäume sind über den Transporter gekippt. Extrem rostig das Ganze und der steht hier einfach mitten im Wald, warum auch immer. Hier haben wir dann das Krankenlogo. Und guckt euch das mal an. Hier haben wir noch das alte Lenkrad. Und wer weiß, vielleicht gab es hier früher noch gar keinen Wald und der Truck ist bis hier gekommen, war irgendwie defekt und steht dann seitdem hier rum. Das ist auf jeden Fall unglaublich. Hier auf der Beifahrerseite fehlt sogar die komplette Türe. Hier sehen wir die Federn unten im Sitz. Da war früher noch Stroh drin zur Polsterung. Tachostand 754, wenn ich es richtig lesen kann. Das wäre nicht viel und man kann hier sogar noch nach hinten schauen und wir haben hier so eine kleine Ladefläche mit Sitzbänken, Fenster sind keine mehr vorhanden und hier waren dann noch so kleine Schränke, wo die ganzen medizinischen Hilfsmittel drin waren. Ja, einfach unglaublich, richtig krass, mega schöner Fund, auf jeden Fall eine richtig geile Fotolocation. Dann haben wir heute noch einen Spot vorbereitet, wo wir wahrscheinlich 3 uralte Busse finden werden, die ähnlich so wie hier im Wald stehen werden. Und wir würden gerne noch eine verlassene Kartbahn besichtigen und eine verlassene Schule. Ob wir in diese Locations alle reinkommen, erfahrt ihr in diesem Video. Weiter geht's zum nächsten Spot. So, es ist jetzt einige Zeit vergangen und wir stehen nun an der nächsten Location. Und ja, wie wir es hier im Hintergrund schon sehen, verboten to gang, also betreten verboten. Und wir sind jetzt an der Kartbahn. Und ja, was ist hier? Ich sehe eine riesige Bauwatch. Die stand auf jeden Fall vor ein paar Wochen noch nicht hier. Überall Schilder, betreten verboten, Kamera überwacht. Das heißt, hier ist definitiv heute kein Reinkommen.
Und wenn wir hier mal gucken, wir sehen hier neben der Bauwatch da vorne die ganzen roten und weißen Banden. Damit war ja die Strecke quasi immer abgesperrt oder der Wegweiser der alten Strecke. Und wenn jetzt alle hier unten auf dem Boden liegen, gehe ich auch davon aus, dass die Halle einfach komplett leer ist. Und ich glaube, dann brauchen wir hier nicht weiter reinzugehen. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt zur nächsten Location. Wir befinden uns jetzt hier an der nächsten Location. Und das ist eine verlassene Schule, die eigentlich noch komplett eingerichtet sein soll. Wir sind gerade auf der Suche nach einem Eingang und haben ein Loch im Zaun entdeckt. Müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier schnell reinkommen. Okay, das ging schon mal schnell. Jetzt befinden wir uns hier auf dem Pausenhof. Hier haben wir ein altes Basketballfeld. Ist nur noch grün von übrig. Und jetzt müssen wir hoffen, dass wir hier reinkommen. Bisher sieht alles sehr gut verschlossen aus. Aber ich glaube, das könnte schon unser Eingang sein. Das sind nur die Klos. Kommt man nicht rein? Nee. Okay, das sind nur die Toiletten. Okay, ich melde mich dann gleich mal zurück, wenn wir einen Eingang gefunden haben. Okay, das ging schnell. Wir sind nur um die Ecke gegangen. Und hier steht alles auf. Irgendein altes Kunstprojekt aus Kronkorken. Es geht nach rechts und es geht nach links. Sieht schon ein bisschen gruselig aus. Irgendwelche Abstellräume. Das heißt, wir sind jetzt im Keller. Aber hier unten scheinen Klassenräume gewesen zu sein. 1.7.23. Also da ist jetzt alles voller Wasser da hinten, ja, oder? Ja, so. Okay, vielleicht hat die Schule dann deswegen geschlossen. Ja. Hier haben wir einen Wasserschaden. Hier geht's hoch. Hier haben wir so einen Serverraum. Man muss nämlich aufpassen mit so Taschenlampen, wenn man jetzt aus dem Keller rausgeht, dass wir hier nicht gesehen werden. Nein, Pürstein. Das ist das, was in den Herrentoiletten immer liegt. So, das ist der Haupteingang hier. Hier haben die Kinder dann quasi Pause gemacht. Hier sind wir ja eben angelaufen. Boah, ich kann nicht gut atmen. Boah, eine riesige Schule. Hier ist auch alles leer. Hier ist auch alles leer. Ja, schade. Ich melde mich auf jeden Fall jetzt gleich nochmal, wenn wir einen Raum gefunden haben, der noch eingerichtet ist. Okay, wir sind jetzt ganz oben. Da haben wir noch so ein kleines
Lager mit Kunstprojekten. Und hier haben wir noch ein Auditorium. Da liegt einfach ein Vogel. Genauso wie hier. Das hat die besten Tage auf jeden Fall hinter sich hier, die Schule. Also so lange wird es auf jeden Fall nicht verlassen sein. Aber irgendwie relativ schnell entkernt, ne? Oder ausgeräumt. Ja, und hier kamen dann wahrscheinlich die Vögel her. Die waren hier wahrscheinlich in den Vitrinen drin. Aber alles leer. Schade. Aber so ist das natürlich manchmal mit den Spots. Man kann nicht immer der Erste sein oder nicht immer so früh wie möglich hier sein. Manchmal ist man halt leider zu spät. Aber ich schaue mir noch ein paar andere Räume an und mal gucken, ob wir noch irgendwas Spannendes hier finden. Ich glaube, wir sind gerade in dem Bereich des Lehrerzimmers. Also es sieht alles ein bisschen sauberer aus und so hier. Aber wir haben jetzt hier eine Ecke gefunden, die irgendwie so gar nicht in diese Schule reinpasst. Guckt euch das mal an. Das ist irgendwie so eine Grabstätte einfach. In der Schule, warum auch immer. Ganz kurios. Vielleicht war das ja ein Ausbildungszentrum. Das ist creepy. Eine Kochklasse. Ja, ja, für einen Kochkurs. Konnten die Schüler kochen lernen. Ja, und hier war dann das ganze Geschirr drin, was zum Kochen und Essen benötigt wurde. Was war das für Spielklasse? Was haben wir gemacht? Ah, Lötkolben vielleicht. Ja, Elektroklasse war hier. Ja, ja. Ja, dann war das eine Berufsschule. Die irgendwelche Lötkolben zusammengebaut. Gibt es auch in Belgien? Ja, die zwei sind sich auf jeden Fall ziemlich sicher, dass das hier mal eine Berufsschule war. Ja, macht jetzt auf jeden Fall Sinn. Würde ich, glaube ich, jetzt auch sagen. Was meint ihr? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Wir haben auch noch einen riesigen Klassenraum. Das deutet schon auf Berufsschule hin. Das sieht auf jeden Fall ganz cool aus hier. Ach krass, und das ist die Handwerkerklasse. Wahrscheinlich irgendwie für Schlosser oder so, die in der Ausbildung waren. So, dann haben wir hier auch, glaube ich, alles gesehen. Leider. Fast komplett leer, hätten wir nicht gedacht. Wir hatten andere Bilder vorher gesehen. Ja, leider ein bisschen zu spät. Aber dann würde ich vorschlagen, geht es jetzt zur nächsten Location. Thank you.
So, wir sind jetzt an unserer nächsten Location angekommen. Mittlerweile regnet es komplett und wir haben hier einfach mal 3 uralte Cocktailbusse stehen. Die waren früher im Einsatz, sind dann von Stadt zu Stadt gefahren, von Kirmes zu Kirmes, Schützenfest zu Schützenfest und haben Cocktails in diesen Bussen verkauft. Sehen auf jeden Fall richtig geil aus. Stehen auch schon ein paar Jahre hier. Da oben haben wir dann die ganzen alten Werbebanner noch. Cocktails. Uralte Dieselbusse waren das mal. Leyland. Cocktails. Was mich wundert, sind irgendwie diese holländischen Kennzeichen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch fahren. Und hier können wir auch sogar mal reingucken in die Fahrerkabine. Und guck mal hier diese alte Werbung. Und hier steht auch tatsächlich die Türe auf. Das heißt, wir können auch in die Busse mal reingehen. Guckt euch das mal an. Es geht noch nach oben. Und es geht nach rechts und wir haben hier in jedem Bus einfach so eine riesige Küche, wo dann damals die Cocktails zubereitet worden sind. Hier steht noch irgendeine Flasche Alkohol. Dann haben wir hier noch diese LED-Fernbedienungen für LED-Licht. Die haben die Fenster alle zugemacht, damit man hier in Ruhe arbeiten und mischen konnte. Noch irgendein alter Shaker oder sowas. Und das hier war mal der Kühlbereich. Also die Busse hatten eine eigene Kühlung, wo man die ganzen Getränke dann kühlen konnte. So, dann geht's jetzt hier einmal nach oben. Oh, hier war auch schon der ein oder andere Vogel drin. Und man kann auf jeden Fall nicht stehen hier. Ich kann mir vorstellen, dass man das Dach damals irgendwie hydraulisch hochfahren konnte und hier oben feiern konnte und seinen Cocktail ganz entspannt trinken konnte. Wir sehen nämlich, dass da auch überall Boxen sind. Das heißt, hier lief dann geile Mucke und man konnte hier feiern. Und hier konnte man, glaube ich, Tische noch hochstellen und festmachen. Und hier haben wir einfach so eine schwarze Ledercouch drin. Richtig geil. Okay, dann gucken wir mal, ob wir in die anderen Busse auch noch reinkommen. Hier geht's runter. Gucken wir uns die Busse mal kurz von hinten an. Ja, und ihr hört die Schüsse im Hintergrund. Ist echt angsteinflößend, weil wir haben gerade aktuell in Belgien und in Frankreich eine Terrorwarnung und jetzt ballern die hier überall rum. Ich weiß nicht, ob man es im Video hört, aber das macht einem echt Angst. Und hier kommt man auch tatsächlich rein und die haben hier überall alte CDs geschmückt. Benutzte Tickets kamen hier damals dann rein. Hier hängen sogar noch RGB-Disco-Kopfhörer. Und in dem Bus ist das Ganze ein bisschen anders aufgebaut. Hier haben wir links und rechts diese Kühlboxen. Kann man die noch aufmachen? Ja, aber zur anderen Seite. Ja, hier war dann wahrscheinlich mal eine Zapfanlage oder so drin. Hier konnte man auch Wein oder Alkohol generell kühlen. Und guckt euch das mal an. Spice Girls, Hanson, Street Kids. Das ist echt eine Zeitreise hier, Leute. Boah. In die 70er, 80er, 90er Jahre.
Will Smith, Man in Black, 10 D-Mark, 10 Euro, ich weiß es nicht. Und überall hängen die ganzen alten CDs hier. Rolling Stones. Dann haben wir hier noch so kleine Pinnchen, wo Alkohol ausgeschenkt wurde. Hier haben wir eine kleine Preisliste, was die Leute hier im Angebot hatten. Und hier können wir auch noch mal in die Fahrerkabine gucken. Und was liegt hier drin? Oh, ich dachte erst, dass das Kondome sind, aber das sind wohl irgendwelche Handschuhe. Emergency Door ist der Notausgang gewesen. Und in dem Bus können wir auch einmal nach oben gehen. Ja, hier konnte man dann auch ganz entspannt sitzen früher. Hier haben wir noch eine alte Tonne. Also definitiv eine coole Location. Richtig geil. Das war auf jeden Fall mal was anderes. Hatte ich so auch noch nicht als Location. 3 verlassene Cocktailbusse. Und dann würde ich vorschlagen, haben wir euch heute wieder 2 schöne und spannende Locations gezeigt. Ich bedanke mich riesig fürs Zusehen. Würde mich mega über ein Like, Kommentar und ein Abo freuen. Vielen Dank an alle Kanalmitglieder, die uns solche Fahrten ins Ausland ermöglichen. Und ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Lost Place Abenteuer wiedersehen. Haut rein, bleibt gesund und ciao.